So, der Vorteil von Prompt Chaining ist, dass man komplexere Aufgaben in einem Rutsch erledigen kann, ohne den Kontext zu verlieren. So. Das heißt, am Ende des Tages kann ich ganze Workflows automatisieren, zum Beispiel indem ich sie als Assistent anlege, im Zweifelsfall aber auch indem ich den Prompt einfach mit Kollegen teile. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Im Rahmen unseres Adoption Coaches, das ist ein Assistent, der kümmert sich vor allen Dingen um das Thema Technologie Change Management in Organisationen, also zum Beispiel die Einführung eines Social Intranets. Und ich habe hier so eine Prompt Chain gebaut, die eigentlich ziemlich typisch ist für einen komplexen Arbeitsablauf. Und zwar wollen wir eine konkrete Social Intranet Plattform einführen, das wäre in diesem Fall jetzt Staffbase. Ich weiß, ihr seid keine Social Intranet Plattform, aber nennen wir es jetzt für den Moment mal einfach so. Und da ist der erste Schritt natürlich, suche die wichtigsten konkreten Features von Staffbase für die Mitarbeiterkommunikation heraus. Das ist die Grundlage. Das sind die Features, die wir promoten wollen. Als zweites, suche aus deinen Trainingsunterlagen die wichtigsten Engagement-Formate für eine erfolgreiche Adoption-Kampagne heraus. Konzentriere dich auf praktische und proaktive Kommunikationsformate. Da geht es letztlich darum, dass wir recht konkret und schnell auf Vorschläge hinausgehen, die wir dann zum Beispiel unseren Kollegen vorstellen wollen. Der nächste Prompt sagt, entwickle auf Basis der vorgeschlagenen Formate, also die, die wir gerade herausgesucht haben, kreative Vorschläge für wichtige Formate einer Adoption-Kampagne, die die Staffbase-Features, das sind die, die wir im ersten Schritt herausgesucht haben, nicht nur vorstellt, sondern die Mitarbeiter dafür begeistert. Die einzelnen Formate, die du vorschlägst, sollten kreative und ungewöhnliche Namen haben, die sich aber erkennbar auf Staffbase beziehen. Erläutere dabei, warum du die einzelnen Vorschläge machst. Es ist nie eine dumme Idee, die KI zu fragen, warum sie überhaupt etwas tut. Und dann als letztes noch, erstelle zum Abschluss ein mögliches Feature-Bild für die Kampagne, damit wir noch so einen kleinen kreativen Input haben, wenn das auch wahrscheinlich nicht ja, final ist. So. Ich werde das jetzt mal abschicken, dann werden wir hier rechts so eine kleine Chain of Thought sehen oder sagen wir mal eine kleine Abfolge von Agenten, die so etwas ist wie eine Spotify-Playlist oder man kennt es auch von Perplexity. Da wird Schritt 1, 2, 3, 4 abgefeiert und wir werden ihm dabei zusehen können, wie er unsere Kampagne bestellt. Also schicken wir es mal ab, das geht relativ schnell, aber ich scroll dann noch mal ein bisschen nach oben, dass wir uns die einzelnen Sachen auch wirklich ansehen können. Also Achtung, fertig, los. So, suche die wichtigsten konkreten Features. Mobile App. Ups, ist ja schon durch mit dem ersten Schritt. Wie gesagt, ich gehe gleich nochmal nach oben. Jetzt suche aus den Trainingsunterlagen die wichtigsten Formate raus. Und jetzt kommt zur Kampagne. Das sehen wir uns auch nochmal an. Und zum Schluss, wenn er die Kampagne gemacht hat, dann hoffen wir mal, dass er jetzt ein hübsches Feature-Bild für die Kampagne findet. Wie gesagt, das ist jetzt ein einfaches Flux-Pro-Modell, das hier ein Bild baut. Das ist wahrscheinlich nicht das, was wir am Ende verwenden werden, aber für ein Moodboard oder für für das erste Gespräch mit den Kollegen mag es dann vielleicht genügen. Gucken wir hier. So, also gehen wir nochmal von oben durch. Das hier war unsere Reihenfolge von Prompts. Also, suche die wichtigsten konkreten Features, hat er ganz schön gemacht. Natürlich gibt es eine Mobile App, ein Desktop-Internet, es gibt Newsletter, Newsfeed und so weiter und so fort. Also, das hat er sich erstmal alles rausgesucht. Dann ist er in die Trainingsunterlagen gegangen, die dieser Adoption Coach mitbringt. Das sind unsere Unterlagen aus der Agentur. Da sieht man dann hier die wichtigsten Kommunikationsformate, zum Beispiel Projekt- und Team-Communities, Stakeholder-Meetings, Team-Newsletter, Content-Hubs, Informationskampagnen, Super-User und Guide-Rekrutierung und so weiter und so fort. Und jetzt hat er diese beiden Informationen im Kontext und bringt die dann am Ende zusammen. Und dann sind wir beim eigentlichen Kampagnenvorschlag.
Das finde ich, hat er ganz hübsch gemacht. Da haben wir nämlich dann solche Formate wie die Staff-Based Superhero Stories. Erzählen Sie faszinierende Erfolgsgeschichten in Form von Comicstrips oder animierten Videos, in denen fiktive Mitarbeiter, eben die Superhelden, die Staff-Based Features nutzen, um alltägliche Herausforderungen zu meistern. Warum? Geschichten sind eine kraftvolle Methode, um Nachrichten zu vermitteln. Indem wir Superhelden verwenden, machen wir die Inhalte unterhaltsam und einprägsam, was zu einer höheren Akzeptanz und Nutzung führt. So, und so geht er das hier durch. Dann haben wir Staff-Based Adventure Quest, also ein bisschen Gamification drin. Wir haben die Spotlight-Sessions, das sind regelmäßige Kurzwebinare oder Live-Sessions, Challenge-Cups, Sneak-Peek-Partys, ich mag Partys eigentlich immer, Guru-Guides und so weiter und so fort. Also, er hat das gemacht, was wir von ihm wollten, in bisher 3 Schritten. Also Staff-Based die Informationen rausgesucht, Informationen über gute Formate rausgesucht, das zusammengebracht und am Ende des Tages uns dann noch ein Bild gebaut, wenn das ehrlich gesagt auch an dieser Stelle ein bisschen schwach ist. Da habe ich im Rahmen dieser Kampagnen schon bessere Sachen gesehen, muss ich sagen. Nochmal kurz zusammengefasst, warum ist das Ganze hilfreich? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann viele verschiedene Arbeitsschritte hintereinander weg automatisieren und der Assistant bzw. das Large Language Model verliert dabei nicht den Kontext, sondern baut das eine auf dem anderen auch. Ich könnte auch ein Web Research vorwegstellen und am Ende dann zum Beispiel einen File Download generieren und so weiter und so fort. Und dieses neue Feature, das könnt ihr einerseits selber verwenden, wenn ihr Assistant OS schon habt, zum Beispiel für eigene Prompts in der Abteilung. Wir selber werden es aber auch nutzen, um noch bessere Assistants für euch zu erstellen. So, ich hoffe, das Feature gefällt euch und ich mache mich jetzt eine Adoption-Kampagne für Prompt-Chaining bei Assistant OS. Ich weiß nicht, ob es bei Video PS gibt, aber dieses hässliche Bild hat mir definitiv keine Ruhe gelassen. Also habe ich nochmal ein neues kreiert. Das ist das Schöne daran, man kann hinterher auch mit den Ergebnissen einer Prompt-Chain weiterarbeiten und deshalb habe ich nochmal gepromptet. Das Bild ist nicht besonders gut. Mach nochmal ein neues, vielleicht im Superhero-Style als Cartoon. Staff-Base sollte auch irgendwo zu lesen sein. Und das ist jetzt schon ein bisschen besser, je nachdem, ob ihr verspielt seid oder nicht. So, das war's jetzt aber endgültig. Ciao.